Ja, hallo. Jetzt kommen wir zu einem neuen Punkt. Man kann in SketchUp auch schreiben. Das sieht manchmal auch recht lustig aus. Geh einfach mal hier auf das A. Und da kommt 3D-Text platzieren. Hier kannst du einen Text eingeben. Wenn der Text auf der linken Seite sein soll, dann gehst du auf Ausrichten links. Dann steht der Text links. Wenn der Text rechts stehen soll, rechts. Und Mittelpunkt. Ich möchte den Text möglichst mittig eintragen und ich nehme mir einen Künstlernamen von einem Künstler, den du vielleicht noch kennenlernst. Salvador. Dalí. Ein ganz interessanter Maler. Kannst du ja mal anschauen, was der für Bilder gemalt hat. Dann möchte ich das Ganze hier als Fettdruck, nicht in normal, das ist so schmal, Fettdruck. Und ja, das reicht eigentlich schon. Jetzt hier könnte man sagen, wie groß die Höhe ist und wie breit das Ganze ist und ausgezogen ist. Geh einfach mal auf Platzieren und da liegt es schon, der Schriftzug. Da haben wir den Schriftzug und den muss ich jetzt hier unter meinen Stempel packen. Und dazu musst du mit gedrückter Maustaste das Ganze mal drehen. Du kennst dich ja schon aus mit dem Bewegen-Werkzeug. Da weißt du, kannst du hier anfassen und das Ganze hin und her bewegen. Du kannst es auch an einem Punkt anklicken und ich werde jetzt mir hier zum Beispiel genau diesen markanten E-Punkt anklicken und dann fahre ich hierher. Und versuche, nimm den unteren Punkt und stelle das Ganze hier auf den Stempel drauf. Du siehst, auf der Ecke liegt es schon richtig. Was mache ich bloß jetzt? Wieder hilft dir das Skalieren-Werkzeug. Klicke hier auf das Skalieren-Werkzeug und du bekommst überall diese Punkte. Zuerst werde ich das ein bisschen stärker gestalten, dann werde ich hierher gehen. Und jetzt muss ich genau das Stück, und jetzt klickst du dabei hier auf diese Linie, das Ende deines Stempels. Und automatisch sitzt das Stück richtig. Und jetzt werde ich das hier einfach reinschieben, genau bis zu dieser Kante, wo es hingehört. Schau dir das an, da anklicken, einmal drücken, gedrückt halten und rüberziehen. So, Salvador Dali liegt hier schon auf dem Stempel bereit. Die Schrift muss spiegelverkehrt sein, ist ja klar, sonst funktioniert der Stempel nicht. Jetzt fasse ich hier nochmal in der Mitte an. Ich nehme jetzt die STRG-Taste und die Shift-Taste, drücke beides und du siehst, dass hier ein mittlerer Punkt entsteht. Das heißt, das ganze Stück wird jetzt über die Mitte hin zur Mitte skaliert. Ich drücke auch die Shift-Taste und schiebe das jetzt mit gedrückter linker Maustaste zusammen. Dann ist es von allen Seiten gleichmäßig. Gut, da liegt unser Stück, hat überall ein bisschen Abstand nach außen und der Meister ist bereit, gestempelt zu werden. Gut, das wäre jetzt das untere Teil, aber die sind auch noch nicht miteinander verbunden. Wenn du dir sicher bist, dass das alles passt und dass diese Fläche genau auf dieser Fläche liegt, dann siehst du hier, dass diese Fläche noch gar nicht so genau drauf liegt. Da kann man nämlich noch durchschauen. Und das ist oft ein Fehler, warum sich die Dinge dann nicht wirklich verbinden. Das heißt, du musst wirklich schauen, dass dein Stück, klicke, wenn du nichts mehr siehst, einfach hier auf die Lupe mit den drei Pfeilen, dann bist du wieder im Orientierungsmodus, dass du einfach wirklich das Stück jetzt hier auf den Boden legst. Geh da nochmal ran, dann siehst du das. Es ist nicht ganz verbunden. Am besten siehst du das in der Kameraperspektive, parallele Projektion. Und Ansicht von vorne. Da siehst du, dass hier ein Abstand ist. Und das wäre am besten auch in dieser
Kameraperspektive das Stück jetzt direkt ranzuschieben. Du gehst auf das Bewegen-Werkzeug. Falls es nicht drauf liegt, dann klickst du hier die Kante an, einmal, dann drückst du die Bildschirmtastatur, die Pfeiltaste nach oben, schiebt das Ganze nach oben, also einmal anklicken, nach oben schieben und ranschieben. Und jetzt müsst du das Ganze richtig an dem Stück dran sitzen. Ich habe es jetzt hier so einen Effekt, da immer auf die Lupe gehen, dann sieht das wieder richtig aus. Und jetzt hat sich das leider verschoben, aber es liegt wenigstens auf der Fläche drauf. Das kann ich ja noch ändern, indem ich das Ganze hier hin und her schiebe. So. So, du siehst, jetzt schaut das richtig aus. Und jetzt kannst du, es wäre sogar besser, du hättest es etwas reingeschoben, kannst du diese beiden Volumenkörper wieder mit deinem Volumenkörperwerkzeug verbinden. Klicke auf den Auswahlpfeil, klicke mal deinen großen Stempel an, dann gehe auf den Volumenkörperwerkzeug, dann klicke hier auf die Schrift und beides muss jetzt miteinander verbunden sein. Am Ende muss dann hier eigentlich nur noch stehen, dass du eine Form hast. Wenn du hier auf das Zeichen klickst und hier drauf gehst, dann muss da stehen Volumenkörpergruppe 2 oder so etwas oder 1, kommt ganz drauf an. Und jetzt kannst du wieder in die Kamera, in die Perspektive gehen. Ja, und dann sieht das Ganze so aus. Gut. Im nächsten Schritt zeige ich dir dann auch noch, wie du das Ganze einfärben kannst. Du könntest jetzt einfach hier den Farbeimer nehmen und den ganzen Stempel noch einfärben. Dazu gehst du dann hier in die Standardablage oder du öffnest sie hier, Fenster, Standardablage, Ablage anzeigen. Und hier siehst du dann Farben und du kannst dem Ganzen hier so eine Farbe geben. Wenn du unterschiedliche Farben haben willst, dann gehst du hier ein paar Schritte rückgängig zu dem Punkt, wo das Ganze noch kein ganzer Volumenkörper war. Dann kannst du vielleicht die Fläche unten und oben unterschiedlich anwählen. Du siehst, jetzt sind es wieder zwei Volumenkörpergruppen. Und dann kannst du diesen oberen Teil zum Beispiel hier mit einer Farbe in Farbe Holz auswählen. Kannst oder Metall zum Beispiel. Geht auch. Hier so ein Metallstempel. Oder ja, sowas hier vielleicht ist besser. Und unten machst du dir das Ganze mit einem blauen Gummi vielleicht. Oder einem anderen Material. Da gibt es verschiedene Dinge. Probier doch mal aus, was dir gefällt. Ich nehme jetzt einfach mal eine Farbe, grün, und mache das so. Sieht auch ganz nett aus. Schalte die Schatten ein. Und das wäre eine Aufgabe, die dir vielleicht auch Spaß macht.